Wir haben hier in Ankum eine Zwei-Zimmer-Wohnung angemietet. Der Klient kann sich zurückziehen in sein eigenes Zimmer, aber es gibt halt auch die Möglichkeit, in einem etwas größeren Raum miteinander zu sprechen und hier zusammen zu sein. Es gibt eine Küche, es gibt ein Bad und einen Flur. Wir wollen hier Menschen unterstützen, die wohnungslos sind und akut krank sind oder zum Beispiel Wunden haben und die einen Ort brauchen, um sich wieder gesund pflegen zu lassen oder gesund zu werden. Der Arzt oder die Ärztin, die können hier in die Wohnung kommen, wenn es erforderlich ist. Kann aber auch sein, dass wir die Hausärzte in ihrer Praxis einfach aufsuchen, mit den Klienten zusammen, auch durch den Landkreis Osnabrück unterstützt und durch Eigenmittel des Caritasverbandes. Und ohne Aktion Mensch hätten wir aber dieses Projekt gar nicht realisieren können, weil natürlich auch einige Anschaffungen zu machen sind, um das Projekt, was über 3 Jahre insgesamt läuft, erstmal realisieren zu können. Also Standard ist es auf keinen Fall. Also es ist eher so, dass wir im ländlichen Raum wirklich ein einzigartiges Projekt sind. Dieses spezielle Angebot, tatsächlich Wohnungslose in einer Wohnung durch Pflegedienst und Ärzte und Sozialpädagogen mit zu betreuen, ist wirklich eher selten.